Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, in dem ich eure Fragen beantworten werde. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht und euch sogar verlängert, 48 Stunden lang, also 2 Tage Zeit gegeben, einfach mal Fragen an mich zu stellen, die vielleicht euch individuell mit eurer Haarpflege beschäftigen, Probleme, auf die ihr immer wieder stoßt oder Dinge, die euch einfach generell zur Curly Girl oder Curly Hair Methode fragt, und werde jetzt hier auf so viele Fragen wie möglich eingehen. Eine Frage war: Wie finde ich heraus, ob meine Haare High-Pore oder Low-Pore sind? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert. Um herauszufinden, ob deine Haare Low- oder eher High-Pore sind, es gibt ja auch noch Medium, aber ich versuche immer so das eine Extrem für mich gut rauszufinden, um eine gewisse Orientierung zu haben, gibt es einen Wasserglastest. Dieser Wasserglastest ist aber nicht sehr zuverlässig, deswegen gibt es eine andere Art, um ganz gut rauszufinden und relativ zuverlässig, ob du Low- oder High-Pore-Haare hast. Low-Pore-Haare zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr Schwierigkeit haben, Produkte und Wasser aufzunehmen. Die Schuppenschicht ist sehr geschlossen und öffnet sich nur bei Wärme sehr gut. Ich merke das bei mir zum Beispiel, wenn ich meine Haare nass mache zum Waschen, brauchen sie sehr lange, bis sie richtig mit Wasser vollgesogen sind. Genauso brauchen sie dann auch im Umkehrschluss beim Trocknen auch enorm lange an der Luft, bis sie mal richtig durchgetrocknet sind. High-Pore-Haare sind da eben genau das Gegenteil. Die haben gar kein Problem, Produkt aufzunehmen, Feuchtigkeit aufzunehmen, trocknen auch schneller. Das ist eigentlich so, woran man die sehr gut unterscheiden kann, diese beiden Haartypen. Falls du es genauer wissen willst, habe ich dazu auch noch ein Video, wo ich die ganzen Basic-Dinger zur Curly Girl oder Curly Hair Methode nochmal genauer erkläre. Die nächste Frage ist: Was ist das absolute Minimalprogramm? Mein absolutes Minimalprogramm habe ich auch vor kurzem gemacht. Das ist wirklich eine 5-Minuten-Routine. Ich wasche meine Haare mit einem Low-Poo, also Curly Girl Safe Shampoo. Ich benutze einen Conditioner, um die Haare schön zu pflegen, gebe den in die Längen und Spitzen und wasche den nach 1-2 Minuten wieder aus. Danach gebe ich ein Leave-In in die Haare rein, in die klatschnassen Haare, in die Längen und Spitzen, verteile den schön. Und für manche funktioniert das alleine schon, um sie danach zu trocknen. Oder ihr gebt eben noch ein mittleres Gel, also ein mittleres haltgebendes Gel, ein starkes oder ein leichtes in eure Haare, um Definition zu bekommen. Ich habe zum Beispiel heute mal zur Abwechslung wieder kein Gel drin, weil Wochenende ist und ich nicht rausgehen muss. Aber ich habe schon einen enormen Unterschied, wenn ich Gel benutze. Es sieht wirklich sehr viel gepflegter und gebündelter aus und ist nicht so wuschelig wie jetzt. Müsst ihr für euch entscheiden, aber Shampoo, Conditioner, Leave-In ist so ein Basic-Ding, mit dem jeder gut fahren kann. Gel, Halt oder Schaum, Festiger könnt ihr nach eurem Belieben dazu machen. Die nächste Frage ist: Wie halten die Locken auch nach dem Trocknen? Da kann ich auf jeden Fall sagen, es ist wichtig, wenn ihr Locken habt und die sich über den Tag aushängen, rauszufinden, was für Produkte euch Halt geben. Ihr braucht dann entweder einen Schaumfestiger oder ein Gel oder beides in Kombination oder mehrere Schichten Gele übereinander. Ich weiß, das klingt am Anfang vielleicht komisch oder man denkt, so viel brauche ich nicht. Aber ich habe auch einen enormen Unterschied, wenn ich erst nach dem Leave-In in die ganz nassen Haare ein leichteres Gel reingebe und danach ein stärkeres. Das baut aufeinander auf. Es kann die Bündelung richtig schön halten und auch am nächsten Tag, wenn ich über Nacht eine Ananas getragen habe, habe ich noch richtig schöne Wellen in meinen Haaren drin. Bei Locken ist es dann eben das ähnliche Spiel. Ihr müsst eben für euch irgendein Produkt finden, das Halt gibt. Manchmal reicht einfach Shampoo, Conditioner und Leave-In nicht aus für eine Routine, wenn ihr das bestmöglich aus den Haaren rausholen wollt. Also finde für dich das passende, haltgebende Produkt. Dann sieht dein Wellen- und Lockenergebnis auch noch Tage danach schön aus. Eine nächste Frage ist: Was kann man tun, damit die Haare unter einem Fahrradhelm nicht plattgedrückt werden? Das ist eine sehr gute Frage. Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Schlauchschal hat, also diese, die man beim Motorradfahren gerne trägt, um den Mund auch abzudecken, wenn man die Haare wirklich da reinpackt und den so nach hinten umklappt und da den Helm drüber gibt, kann man bestimmt die Haare ein bisschen besser beisammen halten. Oder man macht eben, wenn das von dem Helm und dem Volumen her passt, hier oben einen hohen Zopf, eine Ananas, und legt den Helm darüber. Oder gibt einfach eben wie so eine ganz dünne Mütze über die Haare drüber und versucht die wie beim Plopping so ein bisschen oben zusammenzupacken und zusammenzuknollen. Und natürlich, wenn man dann länger einen Helm trägt, muss man sie danach wieder ein bisschen aufschütteln. Aber vielleicht funktioniert das ja. Falls ihr also noch Tipps habt, wie man die Haare unter einem Fahrradhelm irgendwie schonen kann, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Die nächste Frage ist, ob ich spezielle Tipps für dünne Haare habe. Ich persönlich habe keine dünnen Haare, deswegen möchte ich jetzt nicht unbedingt Empfehlungen aussprechen. Ich würde aber sagen, jetzt so aus meiner Expertise und meiner Erfahrung jetzt über 2 Jahre hinaus, dünnere Haare, feinere Haare brauchen auf jeden Fall leichte Produkte, ob es jetzt Protein oder Feuchtigkeit, ich denke, das ist wieder individuell, aber
versuch möglichst nicht Produkte zu benutzen, die zu Bild abführen können, die Shea Butter enthalten, die Öle enthalten, die beschwerend sein können, sondern nimm lieber leichte Produkte, um deine Haare zu pflegen und nicht zu sehr zu beschweren, damit sie sich nicht aushängen und zu viel Pflege bekommen. Denn ganz manchmal ist weniger auch mehr. Wie reinige ich am besten den Diffusoraufsatz? Ich habe ja auch so einen Diffusoraufsatz einmal auf meinem Föhn drauf, der aus Plastik ist. Deswegen kann ich aus meiner Erfahrung sprechen. Ich mache den dann ab, nehme mir einen Schwamm und wirklich Handseife, damit es sauber ist. Also kein Low-Poo, sondern richtig was schön reinigt. Also so ein Seifenstück oder Handseife, nehme einen Schwamm oder eine Bürste und schrubbe das richtig auch in Wasser mit drin, in so einem Wasserbecken und trockne das gescheit ab, weil das ist auch meine Erfahrung, wenn man das nicht regelmäßig reinigt und immer wieder die Haare mitföhnt und manchmal auch mal zu viel Produkt in Haaren hatte, macht man sich das doch jedes Mal wieder beim Föhnen in die Haare mit rein und zwischendurch den Diffusor reinigen, kann ich nur sehr empfehlen. Produkte für fettige Haare. Für fettige Haare kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr dazu bereit seid, das zu machen. Ich habe Shampoo Bars schon einmal selber gemacht. Das Video dazu verlinke ich euch jetzt hier oben. In diese Shampoo Bars kann man verschiedene Öle mit reingeben. Und wenn ihr Teebaumöl mit reingebt, das ist so ein sehr gutes Hilfsmittel gegen sehr schnell fettende Haare, dann macht das damit rein und dann habt ihr einen Shampoo Bar, der Curly Girl Safe ist, die Haare reinigt und vor allem gegen fettige Haare hilft. Denn Teebaumöl ist da ein sehr bewährtes Mittel dagegen. Ansonsten, wenn Haare schnell fettig werden, passt auf, wenn ihr Leave-In-Produkte und Gel in die Haare gebt, spart euren Ansatz aus, das kann alles schnell beschweren, das Problem habe ich auch. Und beim Haarewaschen vom Conditioner doppelt shampoonieren, das bringt bei mir mindestens einen Tag länger, wo ich nicht die Haare waschen muss, wenn ich sie einmal shampooniere und danach auf jeden Fall ein zweites Mal, dann sind sie blitzeblank sauber. Und fasst die Haare nicht so viel an, dann fetten sie auch nicht so schnell nach. Ich wurde auch noch gefragt, wie man die Haare frisurentechnisch gut zusammenbinden kann. Ich habe so drei verschiedene Arten, wie ich meine Haare gern zusammenpacke, vor allem wenn es wärmer wird, beziehungsweise fast vier. Ich mache entweder einen kompletten Pferdeschwanz und versuche dabei einfach nicht mit den Fingern durch die Haare durchzugehen, sondern sie so nach hinten zu streichen, um die Bündelung nicht aufzubrechen. Ich mache mir auch gerne hier oben so einen halben Zopf, das kennt ihr vielleicht aus älteren Videos von mir, das mache ich immer noch sehr, sehr gerne, um die Haare einfach aus dem Gesicht zu haben, da das doch sehr störend sein kann. Ich benutze gerne große Klammern, wo ich wirklich hier so eine dicke Bündelung, die hier vorne am Kopf ist und ins Gesicht hängt, hier so an der Seite hochzustecken. Solche kleinen Klammern nehme ich sehr gerne, um einfach die großen Strähnen nach hinten zu machen, besser zu sehen und dass mich das nicht stört. Oder ich mache auch gerne eine Ananas wirklich hier oben auf dem Kopf, wenn ich tagsüber so zu Hause bin. Da muss man eine gewisse Haarlänge haben, dass die Haare nicht so rausfallen, aber all das funktioniert. Und wenn ihr da dann Haargummis nehmt oder Klammern, nehmt nichts, was die Haare so einquetscht und kaputt machen oder zerdrücken kann. Vor allem Haargummis, nehmt am liebsten so Satin Scrunchies, die halt eben eine sehr weiche Oberfläche haben, die Haare nicht so zerstören können und pflegender zu den Haaren sind und sich auch nicht so verknoten mit den Haaren. Dann wurde ich gefragt, wie man Gel einarbeiten und die Haare squishen kann. Zum Gel einarbeiten würde ich euch das Video von mir empfehlen, in dem ich euch zeige, wie ich verschiedene Gelarten getestet habe. Da zeige ich bei jeder Routine immer wieder, wie ich Gel in die Haare reingegeben habe. Und zum Squishen, das ist einfach diese gängige Methode, um Conditioner oder auch Haargel oder Leave-In in die Haare reinzukneten. Ihr habt das Produkt in den Haaren, habt sie kopfüber oder auch in der Dusche. Wenn ihr den Kopf nach hinten neigt, funktioniert das genauso. Und knetet einfach in die Haare rein, dass es ein richtig schön schmatzendes Geräusch gibt. Das ist das Squishen. Ich wurde gefragt, ob man Leinsamengel auch als Conditioner benutzen kann. Das werde ich nochmal separat behandeln. Es gibt nämlich tatsächlich eine Leinsamengel-Spülung, also wirklich einen Leinsamengel-Conditioner, den man wie das Gel selber machen kann. Möchte ich auf jeden Fall in Zukunft noch extra ein Video zu machen. Also ja, das gibt es. Es ist ein spezielles Rezept nochmal, um das eben nicht nur als Gel oder Leave-In, sondern auch als Spülung zu verwenden. Das kommt auf jeden Fall versprochen. Wie bekomme ich mehr Volumen und Locken in meinen Ansatz? Mehr Locken ist ein schwieriges Thema, weil entweder hast du Wellen oder Locken oder halt glatte Haare oder ja, aber du hast eine Haarstruktur, die du jetzt nicht künstlich verbessern kannst. Ich habe jetzt auch einfach Wellen, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich werde nie richtige Locken haben und damit muss man sich abfinden. Aber um nicht so einen platten Ansatz zu haben, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Haare kopfüber zu föhnen. Auch beim Föhnen immer darauf achten, die Haare nicht so zusammenzuquetschen im Diffusoraufsatz, sondern schön locker reinzulegen. Und gebt nicht so viel Produkte in den Ansatz, außer vielleicht Gel, wenn ihr das ein bisschen pushen möchtet vom Volumen, um den Ansatz nicht zu beschweren. Manche Haare sind aber auch einfach enorm schwer und der Ansatz ist einfach schneller wieder platt. Das kann auch einfach eine Haarstruktur sein, die ihr nicht ändern könnt. Wie bekomme ich die Wellen am Hinterkopf schön? Sie sehen immer zottelig aus.
Um die Wellen am Hinterkopf auch schön zu definieren, reicht es natürlich vor allem bei kürzeren Haaren nicht immer, sie nur kopfüber in der Dusche oder Badewanne zu pflegen und zu versorgen mit Produkten, sondern ich drehe den Kopf immer gerne auch nochmal auf die Seite, damit die Haare, die hier hinten sind, auch nochmal zur Seite fallen und drücke die auch nochmal extra und versorge die noch mit Pflege und gebe da Gel rein. Achte einfach darauf, wenn du merkst, du hast auf deinem Kopf verschiedene Locken oder Typen oder Arten, die sich irgendwie widersprechen oder an der einen Seite ist schön, wellig, an der hinteren nicht, dann gib da nochmal mehr Pflege rein und widme dich dieser Haarstelle nochmal etwas mehr zu. Wobei es natürlich auch ganz normal sein kann, dass man an manchen Stellen fast glatte Haare hat, an manchen Wellen, Locken. Man kann viele verschiedene Haartypen auf dem Kopf haben, aber man kann es auf jeden Fall mit der richtigen Pflege noch ein bisschen schöner hervorheben. Welche Shampoos für Final Wash gibt es noch, außer das von Balea mit Tonerde, wurde ich gefragt. Dazu kann ich sagen, ein Final Wash Shampoo ist, ja, es gibt viele, die dafür geeignet sind. Nicht jedes gängige Shampoo, das nicht Curly Girl Safe ist, ist auch für ein Final Wash geeignet. Es gibt zwei Kriterien, die ein Final Wash Shampoo erfüllen müssen. Und zwar darf es keine Silikone enthalten, Wachse oder Mineralöle. Das ist natürlich wichtig. Das sind alles wieder Sachen, die sich ablagern können. Und ich habe vor kurzem wieder zugemacht zu den nicht safen Inhaltsstoffen. Da seht ihr mal, was eben Silikone sind, die ihr in einem Produkt erkennen könnt, auch an der Endung. Ich glaube, es war, wenn es auf Xiane oder Ione endet, sind es meistens Silikone. Des Weiteren muss es eben oder sollte Sodium-Lauretsulfat, Sodium-Laurylsulfat, Sodium-Kokosulfat oder Sodium-Olefinsulfat enthalten. Das ist eine von diesen sehr stark reinigenden Inhaltsstoffen, die wir eigentlich vermeiden wollen, für den Final Wash aber gewünscht oder gedacht sind, damit ihr alles mal, was sich so abgelagert hat in den letzten Waschgängen, runterwaschen könnt. Das enthält also ein Final Wash Shampoo. Gibt es also einige. Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei Rossmann gesehen, gibt es in dieser Probegrößenecke, man braucht ja nicht immer ein Final Wash, gibt es auch so kleine Größen, wenn ihr es nur einmal machen wollt, zu Beginn und danach nicht mehr in eure Haare lassen wollt, was ich auch verstehen kann. Und manche nehmen auch Spüli, das ist aber wirklich sehr aggressiv zu den Haaren, würde ich nicht empfehlen. Kauft euch einfach diese kleinen Probiergrößen. Da gibt es tatsächlich ein paar Shampoo, die safe sind, wo auch drauf steht ohne Silikone. Und es sind eben eine von diesen verschiedenen Sulfaten drin, die die Haare stark reinigen und für den Final Wash okay sind. Ansonsten gibt es natürlich von Balea das Tiefenreinigungsshampoo. Das finde ich immer noch am allerbesten. Das holt wirklich alles blitzeblank raus. Kann ich sehr empfehlen, aber das gibt's halt eben nur bei DM. Lohnt sich die Denman Brush bei 2C bis 3A Wellen oder Locken? Ich habe mit der Denman Brush bisher nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Also die hat mir jetzt nichts gebracht, aber ich habe auch nicht diese Wickeltechnik gemacht. Was ich an Videos sehe, wenn man sich welche dazu anschaut, wie man die richtig anwendet, kann die euch schon mehr Definition, mehr Bündelung und schönere Locken und Wellen bringen. Ja, sie bringt was. Ihr müsst es einfach mal für euch ausprobieren. Und ich sage mal zum Beispiel, wenn man sie bei Amazon kauft, sie funktioniert nicht für dich, kannst du sie ja auch wieder zurückschicken oder über die Facebook-Gruppen verkaufen. Da sind immer sehr viele dankbar, wenn sie die irgendwo ein bisschen günstiger ersteigern können. Ich würde aber genauso sagen, dass man das auch zum Beispiel mit der Wet Brush genauso hinbekommen kann oder mit einem Tangle Teaser. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Tipps gegen Frizz. Ein Tipp gegen Frizz ist für mich auf jeden Fall beim Föhnen nicht so wild durch die Haare zu wuscheln. Produkte zu finden, die keinen Frizz verursachen, also die Haare auch zu pflegen, damit nicht so viel Frizz entsteht, weil es ja oft auch was ist, dadurch, dass die Haare trocken sind und nicht schön liegen. Die Haare auf gar keinen Fall anfassen, wenn sie nass sind und noch nicht getrocknet, das kann total viel Frizz verursachen. Und beim Haare trocknen Mullwickel benutzen, also so Mullwindeln oder Spucktücher bzw. Mikrofaserhandtücher und keine gängigen normalen Handtücher, die ihr für euren Körper nehmt. Das kann die Haare richtig, richtig frizzy und aufgeplustert machen. Was hältst du von den Garnier-Produkten? Würdest du sie benutzen? In Klammern die Curly Girl Safen Produkte. Von Garnier halte ich leider nichts. Die, die mich auf Instagram verfolgen, haben es vielleicht mitbekommen vor einer gewissen Zeit. Ich habe es auch jetzt dauerhaft in meinen Stories eingebaut auf meiner Seite, falls ihr das nochmal genauer nachschauen wollt. Ich kaufe nichts mehr von Garnier. Bei Haarfarben ist es manchmal schwierig, aber ich möchte auch jetzt erstmal nicht mehr färben. Und zum Beispiel muss man einfach mal gucken, was auch zu Garnier dazugehört. Ich kaufe nichts mehr, weil sie in der Vergangenheit nachweislich Tierversuche gemacht haben und es da ganz viele ganz grausame Berichte drüber gibt und das für mich einfach nicht vereinbar ist. Es gibt genauso Produkte, die genauso viel kosten und nicht von Garnier stammen. Außerdem, egal auf welcher Seite man schaut, die sich mit Tierschutz beschäftigen, ist Garnier immer mit auf der roten Liste, dass sie Tierversuche machen oder es ist ja offiziell nicht erlaubt, die zu machen, aber machen lassen oder ihre Informationen über Produkte
über Drittfirmen beziehen, die noch Tierversuche machen oder geben Tierversuche irgendwie über fünf Ecken in Auftrag. Ich bin jetzt da nicht geschult drin, ich habe das jetzt alles nicht studiert, aber das ist das, was ich mir so anlesen konnte zu dieser Firma. Deswegen Garnier, genauso auch Schwarzkopf, benutze ich nicht, möchte ich auch nicht benutzen und empfehle es deswegen auch nicht mehr in meinen Videos. Eine weitere Frage ist, ob man Haarspray verwenden darf. Ja, es gibt safe Haarsprays, beziehungsweise man kann auch eins selber machen, aus Wasser und Zucker gemischt und dann in eine Sprühflasche geben. Da möchte ich auch nochmal ein Video zu machen, es steht auf meiner Liste, ich komme immer nicht dazu. Aber ja, man dürfte Haarspray benutzen, wenn es Curly Girl safe ist. Ansonsten geht gerne in die Facebook-Gruppen rein, da gibt es oft, also in den Curly Girl oder Curly Hair Facebook-Gruppen, da gibt es dann oft in den Alben die Kategorie Haarspray und da findet ihr ein paar safe ausgelistet. Ist nicht viel, aber wenn man es wirklich braucht, gibt es was. Sieht man echt erst nach ein paar Wochen einen großen Unterschied? Lohnt es sich, geduldig zu sein? Definitiv ja. Bei manchen ist schon nach zweimal Waschen ein tolles Ergebnis da, bei manchen dauert es teilweise ein halbes Jahr. Du musst die richtigen Produkte für dich finden, du musst über deine Haare eine Erfahrung kriegen, wie sie so ticken, was sie brauchen, was sie überhaupt nicht mögen. Und das kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich muss definitiv sagen, die Umstellung hat sich gelohnt, meine Haare sind mir sehr dankbar. Und man läuft einfach mit schöneren, gepflegten Haaren rum und gibt auch nicht mehr so viel, ja, ich sage jetzt einfach mal Schrott in seine Haare, was die Haare gar nicht brauchen, sowas wie Silikone, aggressive Sulfate, die die Haare reinigen oder Wachse oder Öle, die einfach synthetisch sind. All sowas braucht man nicht unbedingt und muss nicht künstlich die Haarstruktur glätten, obwohl man Wellen oder Locken hat. Also ja, es lohnt sich. Man sollte wirklich geduldig sein und das ein bisschen aushalten. Sobald man Produkte für sich gefunden hat, die funktionieren, klappt das dann auch. Wie bekomme ich die dünnen Strähnchen zu dickeren Bündelungen? Für dickere Bündelungen ist so meine Erfahrung, lohnt es sich vor allem Produkte und vor allem Gel, wenn du Gel benutzt, in die klatschnassen Haare zu geben und nicht in die halb angetrockneten oder schon ausgedrückten Haare. Umso trockener die Haare sind, wenn ich Produkte reingebe, desto kleiner ist die Bündelung oder gar nicht vorhanden. Und wenn die Haare richtig, richtig nass sind und ich das Gel reingebe und so ein bisschen erstmal mit dem Glazing, also wirklich drüber streichen, das Gel verteile und dann mit dem Ranking, also wie große Bündelungen nehmen und die so quetsche und da das Gel verteile, macht es einen enormen Unterschied. Ich habe seit der Curly Girl Methode mega Haarausfall. Ohne Curly Girl Methode geht es nicht besser. Zusammenhang. Ich habe kein Biologie studiert. So gut kenne ich mich mit den Inhaltsstoffen nicht aus. Ich habe das Problem einfach selber auch nicht. Aber wenn ihr merkt, ihr verliert mehr Haare, Curly Girl Methode oder Curly Hair Methode hin oder her, geht zu einem Hautarzt, lasst das abklären. Ich kann nur sagen, ich werde oft gefragt, ich verliere so viele Haare, seit ich das mache. Bedenkt auch, dass ihr bei der Curly Girl oder Curly Hair Methode die Haare nicht bürstet oder kämmt über den Tag und dadurch auch die ganzen Haare nicht so runterfallen wie früher, sondern sich halt verheddern in euren Haaren, die noch dran sind. Und wenn ihr dann wascht, kommen die natürlich alle raus. Und es sieht nach wesentlich mehr aus. Ich glaube, man sagt, am Tag verliert man 100 Haare. Also es sieht immer mehr aus, als es ist beim Duschen oder Haarewaschen. Ist Henna bei der Curly Girl Methode hilfreich? Es gibt eine Haarmaske, glaube ich, von Cardi zum Beispiel, also als Henna-Sorte, die keine Farbe abgibt, aber trotzdem die Haare pflegen soll. Ich bin mit Henna nicht so grün, wortwörtlich. Es war alles nicht so das Richtige für mich. Ich habe meine Haare enorm ausgetrocknet. Ich benutze auch keine Henna mehr und werde es auch nicht mehr benutzen. Würde es auch nicht empfehlen. Lieber färbe ich einmal chemisch die Haare, anstatt Henna drauf zu geben, denn das kann die Haare austrocknen. Mir hat es die Spitzen und Längen ausgetrocknet und grün gefärbt auf Dauer. Deswegen für mich, ich mag keinen Henna, kann euch dazu jetzt auch nichts mehr gigantisch sagen oder empfehlen, aber ob Henna bei der Curly Girl Methode hilfreich ist, wenn du die Haare färben möchtest, probier es damit, aber ob das jetzt Vorteile dann bringt in der Curly Girl Methode, wüsste ich jetzt nicht. Was ist das perfekte Startpaket mit Produktempfehlungen? Ganz schwieriges Thema. Ich werde oft gefragt und kriege auch oft Nachrichten, was man zu Beginn kaufen kann. Das ist so unterschiedlich, weil es darauf ankommt, ob ihr Wert darauf legt, dass die Sachen tierversuchsfrei sind, ob ihr Wert darauf legt, dass es Naturkosmetik ist, ob ihr Drogerieprodukte wollt, ob ihr hochwertige Kosmetik wollt, ob eure Haare Feuchtigkeit oder Proteine brauchen, ob die Haare Low-Pore oder High-Pore sind, ob sie zu Bild abneigen oder nicht. Das müsst ihr für euch selber herausfinden. Und ich finde immer für den Start die Drogerieprodukte gut. Ich habe hier mittlerweile etliche Videos dazu, was Curly Girl Safe ist und auch dazu geschrieben, ob es Feuchtigkeit oder Protein enthält. Ihr müsst euch selber rantasten. Empfehlungen zu geben ist immer einfach. Für mich funktionieren Sachen, das heißt nicht, dass es dann auch für euch funktioniert. Probiert euch erstmal ran mit Drogerieprodukten und danach, wenn ihr merkt, gewisse Sachen funktionieren gut für mich, gewisse Inhaltsstoffe funktionieren gut, könnt ihr auch gerne mal teurere Sachen ausprobieren. Meine Haare sehen nach dem Föhnen mit Diffusor frizzy aus. Das kann daran liegen, dass du viel zu wild mit dem Diffusor föhnst. Geh wirklich langsam in die Haare, legst sie sachte rein,
drück sie an den Kopf oder auch mit Abstand eine Minute föhnen, bis die Strähnen, die drin sind, wirklich trocken sind und nicht wild durch die Haare durchwuscheln und ja, natürlich werden sie dann frizzy und durcheinander. Man muss beim Föhnen einfach das ein bisschen lernen und Geduld mitbringen und die Haare, wie gesagt, im nassen Zustand auf keinen Fall anfassen. Es kann auch daran liegen, dass du den Wind vom Föhn zu stark eingestellt hast oder die Hitze zu stark eingestellt hast. Fahr das mal ein bisschen runter, probier es nochmal, föhn sachte und bedächtig und dann müsste das auch klappen. Ich habe immer nach ein paar Stunden fettiges Haar. Was mache ich falsch? Was du jetzt ganz genau falsch machst, kann ich dir leider nicht sagen an die liebe Dame, die die Frage gestellt hat. Aber falls ihr das Problem auch habt, versucht, wenn ihr Produkte in die Haare reingibt, die in den Haaren bleiben, sie nicht in den Ansatz, sondern nur Längen und Spitzen zu geben. Fasst euch nicht so viel in die Haare. Steckt nicht erst ständig die Frisur um, sondern lasst es einmal so, wie ihr es nach dem Waschen gemacht habt. Und benutzt keine Produkte, die eure Haare zu sehr beschweren. Wie bekomme ich mein schweres Deckhaar lockig oder wellig? Wenn deine Haare lockig oder wellig sein können und du nur den Effekt verstärken möchtest, dann kann ich auf jeden Fall vor allem bei dicken und schweren Haaren wie meinen empfehlen, Gel zu benutzen und vielleicht nicht nur ein Gel, sondern verschiedene Gel übereinander zu schichten. Erst ein schwaches, dann ein stärkeres. Das macht bei mir einen enormen Unterschied. Und Produkte einfach zu finden, die Halt geben und nicht beschweren. Weil wenn die Haare eh schon Probleme haben, sich zu definieren oder hochzuziehen, tut ihr euch keinen Gefallen, wenn ihr schwere Sachen reingebt und scheut euch nicht davor, euch an Gel ranzutasten und das auszuprobieren. Erst alle Styling-Produkte ins Haar geben und dann mit der Denman Brush stylen. Ich würde sagen, mit der Denman Brush kann man sehr gut Produkte verteilen. Ich würde die Produkte erst reingeben. Danach macht es nicht mehr sonderlich viel Sinn, weil ihr dann eine gute Bündelung unter Umständen definiert habt oder schöne Wellen und Locken. Und wenn ihr dann nochmal mit den Händen reingeht und Produkte reinarbeitet, könnt ihr das vielleicht zerstören oder nicht mehr so schön machen wie am Anfang. Also lieber erst Styling-Produkte und dann die Denman Brush benutzen. Beziehungsweise die Produkte mit der Denman Brush auch gerne in den Haaren verteilen. Woher weiß ich, ob ich Proteine oder Feuchtigkeit brauche? Dazu verweise ich sehr gerne auf mein Curly Girl Video, das vor kurzem erst gekommen ist, wie man die Curly Girl Curly Hair Methode am besten startet und feststellt, ob man Proteine oder Feuchtigkeit braucht. Und das waren tatsächlich auch erstmal soweit alle Fragen. Ich hoffe, deine Frage war jetzt dabei und konnte beantwortet werden. Wenn nicht, finde ich es immer ganz toll, wenn ihr euch in den Kommentaren austauscht und gegenseitig helft. Schreibt dort vielleicht gerne nochmal eine Frage rein, entweder lese ich sie oder jemand anderes hier auf dem Kanal und beantwortet sie sicherlich gerne für euch. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr wieder bei mir wart. Abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke, um künftig kein Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder zu einem weiteren Video. Bis ganz bald!